Kinder wachsen durch Beobachtung und Involviertheit, nicht durch Belehrungen und Philosophien. Werde ein lebendiges Vorbild von der Person, die dein Kind werden soll. Nun, wenn die Kinder bereits einigermaßen erwachsen sind, was ist dann zu tun? Nun, tu etwas. Tu alles, was du tun musst, damit du in gewisser Weise in den Augen deines Kindes oder deiner Kinder du ein Superstar für sie bist. Sobald du ein Star bist, werden sie dir folgen. Nicht, dass sie dir für den Rest ihres Lebens folgen müssen, aber um in dieser Welt, in der es viele Fallen für ein erwachsenes Kind gibt, eines sicherzustellen, dass gewisse andere Einflüsse, die sie ins Negative führen, so leicht vermieden werden können, wenn du einfach dem Aufmerksamkeit schenkst, was dein Kind begeistert. Mach das eine Zeit lang. Was auch immer es ist, wenn du unter die Möbel kriechen musst, dann tu das. Wenn du ein Tänzchen machen musst, dann tu das. Wenn du irgendein Blödsinn machen musst, mach dich zum Narren, wenn es sein muss. Aber werde irgendwie ein Star in den Augen deines Kindes. Dann brauchst du dir keine Sorgen darüber zu machen, wer sie in die Irre führen könnte.